Hey Leute, heute haben wir hier einen Acer Aspire Laptop, Modellnummer N15Q1 und da ist das Display kaputt. Das stand bei uns am offenen Fenster, ein Windzug kam, hat das Fenster zugehauen und das Display eingeschlagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das aufkriegen, dass wir das genaue Modell von dem Display rausbekommen, um das nachzubestellen. Ich habe ein bisschen recherchiert und der Rahmen vom Display scheint nicht geschraubt. Der ist nur geklippt hier außenrum überall. Das heißt, da muss man so ein bisschen reingreifen und kann das dann abziehen. Ja, da hört man diese Clips aufklacken. Und da muss man vorsichtig rundherum gehen. Gerade an den Ecken ist es ein bisschen schwierig. Und sowas mit Werkzeug zu hebeln ist natürlich schlecht, weil das halt Macken auf dem Kunststoff hinterlässt. Deshalb lieber da ein bisschen Zeit nehmen und vorsichtig dran gehen, auch wenn es brutal aussieht. Es gibt, glaube ich, keine viel bessere Lösung, das da runter zu bekommen. Ich muss aber zugeben, ich bin kein Spezialist, wenn es um Laptops geht. Aber das kriegt man doch, denke ich, auf jeden Fall wieder hin. So, jetzt haben wir den Rahmen soweit weg und jetzt muss man das oben an der Kante von dem Scharnier ausklippen. Und dann kann man das von unten vorsichtig raushebeln. Es hat jetzt leider eine kleine Macke an diesem Scharnier gegeben, aber es ist wirklich nur eine rein optische Geschichte. Ja, der Rahmen ist noch soweit heil, nichts gebrochen. Die Clips sind alle in Ordnung und jetzt können wir mal das Display rausschrauben. Nur mit 4 Schrauben festgemacht, ganz normale Kreuzschrauben. Natürlich funktioniert das Tauschen von den Displays bei anderen Modellen von Acer sehr ähnlich. Schaut nur bitte am Anfang nach, ob der Rahmen geklippt oder von hinten irgendwie verschraubt ist. So, und jetzt haben wir nur noch das Kabel dran. Es wird von so einem Klebestreifen hier in der Position gehalten. So, mal ein bisschen näher ran. Hier ist der Stecker. So. Gut, ging sehr einfach raus. Eigentlich hebt nur der Klebestreifen den Stecker im Display. Und schon ist das alte Display raus und wir können ein neues ordern. Zum Bestellen ist hier wichtig 2 cm breiter Stecker, 30 Pin. Und hier jetzt mit dem kleinen Zeitsprung, das neue Display ist gerade gekommen. Der einzige Unterschied ist, das hat jetzt eine glänzende Oberfläche. Das habe ich beim Bestellen nicht beachtet. Da müsst ihr wirklich darauf achten, was habt ihr oder was wollt ihr neu kaufen und dann das passende bestellen. Ich habe jetzt nur hier drauf geachtet, es gibt 3 verschiedene Stecker von dem Display. 2 verschiedene mit 40 Pin, glaube ich, und diesen einen mit den 30 Pin. Und ja, das war das Einzige, was ich beachtet habe. Aber das glänzende Display sollte auch nicht groß stören.
Gut, dann können wir schon ins Einsetzen gehen. Wie immer verlinke ich euch das Ersatzteil unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, wenn ihr was sucht. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir ein Like auf das Video und ein Abo auf den Kanal da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und hier sehen wir jetzt schon, das Ganze funktioniert wieder. Jetzt geht es noch ans Zusammenbauen wieder. Das ist denkbar einfach. Vier Schrauben reindrehen und den Rahmen wieder aufsetzen und festklippen. Dann ist das Ganze schon wieder gut. Ja, wenn ihr Fragen habt oder das passende Ersatzteil für euer Gerät sucht, dann könnt ihr mir gerne unten in die Videokommentare schreiben. Ich werde euch allen versuchen zu helfen, das passende für euer Modell zu finden. Bitte bei Anfragen immer mit der Modellnummer von eurem Gerät natürlich. Dann kann ich euch das Richtige raussuchen. Jetzt gibt es noch zu beachten, dass hier unten dieses Kabel, das zum Display führt, das liegt jetzt hier im Weg. Das ist bei den Clips im Weg. Das heißt, das muss ich jetzt hier ein bisschen darunter fummeln, dass das irgendwie verschwindet und nicht in die Clips eingeklemmt wird. Weil das Kabel ist sehr filigran. Wir wollen es natürlich nicht zerstören, sonst wäre noch mehr Schaden da. Und das Kabel auszutauschen ist, denke ich, auch ein größerer Aufwand. So sieht es ganz gut aus. Dann können wir jetzt schon den Rahmen aufsetzen. Na, hier jetzt natürlich ein Fehler. Man sollte erst die Folie abziehen, bevor man den Rahmen wieder aufsetzt. Aber gerade noch rechtzeitig bemerkt. Das ist doch immer schön, neue Folien abziehen von den Displays. Gut, rundherum den Rahmen festklippen und dann muss man nochmal unten an dem Scharnier von der Unterseite im zugeklappten Zustand kann man dann dieses Scharnier wieder zusammenklippen. Hier jetzt so. Das natürlich auf beiden Seiten zusammenklippen. Und hier unter dem Display noch. Dabei wirklich achten, dass man nicht aufs Display drückt, weil sonst zerstört man im schlimmsten Fall das neue Display gleich wieder. Gut, für ein bisschen über 40 Euro den alten Laptop nochmal gerettet. Der kann jetzt nochmal weiterlaufen. War eine super einfache Sache. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo auf den Kanal da lassen. Und wie immer Ersatzteile unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.